Noch mehr Ex, Leute. Alter, was geht ab, Leute? Ja. Neues Ex ist angekommen. Ho! Ex Gold Citron. New. Chu-chu-chu. Ex Gold Fresh. Okay, das war gar nicht so geil. Drei neue Dosen, aber jeweils in zwei. Aber Zoll 20 Euro, oder? Also 17 irgendwas. Postbot hat kein Ding. Wechselgeld, weil die haben das nie. Für Zoll. Und ja, dann habe ich gesagt, Digga, behalt die 20 Euro Restgeld. Juckt jetzt nicht so. Nicht Spieletrend. Ein anderer YouTuber, den ich kenne. Anteku, aka The Line, The Dennis. Sein YouTube-Account ist schon wieder weg, Mann. Diesmal, also beim ersten Mal hat er Strikes bekommen, dies, das. Kompletter Schuss auf ihn. Hä, wobei? Ist das nicht sein dritter Account? Er hatte ja mal einen Tokyo Ghoul Account, Schuss auf den. Dann hat er, Tokyo Ghoul Account, genau, Schuss auf, Boah, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Tokyo Ghoul Account, Schuss auf den. My Hero Academia Account, Schuss auf den. Und dann nochmal neu startet. Und der wurde jetzt gehackt. Und wurde jetzt gelöscht. Also richtig RIP. Richtig RIP. Ich weiß gar nicht, was so passiert ist. Ich war gestern unterwegs und dann sehe ich so einen Tweet von ihm, dies, das. Und dann habe ich vorhin mal seinen Account, also seinen Namen, Anteku, gesucht in YouTube. Und das Einzige, was ich gefunden hatte, waren Videos über ihn. Aber seine Videos waren alle weg, sein Kanal war weg. Was ich aber gesehen hatte, war irgend so ein Hater, der ernst schlechte Diss-Video gemacht hat, warum Antekus Videos ernst schlecht sind oder sowas. Und eins der Argumente war halt einfach, weil er hat mal ein Video zu Tower of God gemacht, der Anteku, und dann meinte er irgendwie, in einer Woche hat er um die 500, fast 500 Kapitel gelesen. Und der Hater hat ihn dann dafür kritisiert, dass es nicht fast 500 waren, sondern nur 471 oder so. Und für ihn ist erst ab 490 fast 500. Und ich denke mir so, Digga, ich dachte, ich hätte dumme Hater, aber sein Hater ist ja noch dümmer. Auf jeden Fall, Anteku, scheiß auf YouTube, scheiß auf Anime. Das habe ich ihm eh schon gesagt. Leb mal ein bisschen mehr dein Leben, genieß das. Er ist auch fett in Cake drin. Anstatt all day, all night Anime-Videos zu drehen. Vielleicht ist es ein Zeichen. Wenn dreimal deine Accounts weggeschossen werden, Cake wurde nicht weggeschossen. Hier ein bisschen Fitness machen, Leute. Magisch will mich auch meinen Körper fit machen. Nicht nur mein Bankkonto. Und die anderen von TV sind auch am Start. Die wollen auch alle ein bisschen fitter werden. Also haben wir so eine kleine Fitnessgruppe gestartet. Auf geht's. So. Ich hab ein bisschen was eingekauft, also Training vorbei, dies, das, Probetraining, nichts Anstrengendes, erstmal reinkommen, alles kennenlernen und so weiter. Außerdem war Barisch nicht am Start, er ist eigentlich mein Trainer, Laura hat übernommen, sie hat einmal das gesehen von Barisch und dann hat sie es mir weitergeleitet, aber lieber direkt von der Quelle lernen. Auf jeden Fall ein bisschen was gekauft, Barisch meinte, er bringt heute so Ramen mit dir, hat so verschiedene Sorten und die pimpen wir. So, bisschen Seitan. Ich glaube, das ist eigentlich ein Seetang-Snack, so einfach so wie Chips. Lochzwiebeln, Eier, Pilze, eigentlich die schwarzen Mäuchen heißen die, glaube ich, aber gab's nicht. Und Rindfleischbällchen, Garnelen oder Shrimps und ein bisschen Fleisch, einfach so. Ja. Primetime fängt ein bisschen spät an, also ich glaube, vielleicht schaue ich noch Masquerade Shisha Bar vorbei, wo die anderen ein bisschen chillen. I'm back! Rechtzeitig bevor die anderen kommen. Wir haben ein bisschen, wie gesagt, mit den anderen Shisha gerochen. Jetzt bin ich wieder hier und jetzt wird anscheinend krass Ramen gemacht. Was geht, Digga? Was geht? Der Masquerade bei dem Wetter ist so tot, Alter, Mann. Nee, Emo Masquerade ist krass, Mann. Ist immer voll, aber ey, schön, bei dem Wetter ist es so kalt einfach. Jetzt, wir sind, waren ends früh, 6 Uhr waren wir schon. Ja, war auch trotzdem voll. Nee, voll noch nicht. So, ab 8 ist voll geworden. Aber, ja, Wetter, ja, es wird langsam kälter, aber. Ja, Mann. Ging noch, richtig traurig. Viel zu kalt für Schädigung. Ein paar Ramen. Mega Ramen-Fan bin ich. Ich habe mir heute sogar die Broschüre durchgelesen. Ramen kommen ursprünglich aus China. Ja, damals gab es Nahrungsknappheit und so, und dann ist ein Japaner draufgekommen. Der war der erste, so ein Japaner.
dass man die so Wasser entziehen kann, tralala, und dann hat man Ramen. Muss man noch heißes Wasser drüber. Und dann haben es die Koreaner am meisten. Irgendwie essen die es jetzt heutzutage am meisten. Platz 1. Alter, was geht? Ja, Korea Platz 1 anscheinend, die Ramen essen. Platz 2 war Japan. Platz 3 war Vietnam. Was ist bei euch so das Spezial? Pho, Rodeo, man kann. Alter, ich weiß nicht, ob ich das hab. Da steht ja den Namen drauf. Nee, hast du nicht. Das sind so weiße Banden. Ah, shit. Nee, dann hab ich die nicht tatsächlich. Nee, glaube ich, keine vietnamesischen. Es gibt auch so Rodeo in abgepackt, gibt's auch. Hab ich auch zu Hause. Schmecken die? Schmecken aber anders. Das sind so Reisnudeln halt. Also ich fand die echt richtig lecker, mit Fisch rein, Garnelen rein, scharf, Fischgeschmack, das sieht man's gut. Ja, ja, sieht man. Vince, was geht? Laufanta, was geht? Oh yes. Klatsch, genau. Was geht? Und dann macht ihr hinten, ihr wisst, ein paar extra Sachen zur Krönung. Hoffentlich wird's so eintreffen. Ich wünsche dir alles Gute, Sascha. Okay, danke dir. Kuss geht raus. Hey, und ich sage euch noch was. Je mehr ihr Primes jetzt habt, wenn wir dann berühmt sind, wenn es durch die Decke geht, damit man sieht, dass ihr am längsten dabei seid. Deswegen haut's die Primes raus, Leute. Ganz ehrlich, und saftige Investment-Tipps, läuft alles. Ihr wisst, wir sind ehrlich. Ja, haut's echt raus. Alter, Sascha, wieder anders krass. Sascha, wir sind richtig so. Wie der Big Mac von Monte oder so. Ja, Mann. Sascha ist echt Big Mac. Sascha kann uns dann auch mal vertreten und so. Sascha, echt von Anfang an. Ja, was ist Sascha? Ja, ist halt echt Big Mac von Monte. Sascha, du hast, glaube ich, echt Sebastian verdrängt. Am Anfang war er der krasseste. Sebastian war schon seit Yu-Gi-Oh!-Zeiten. Ja, Mann. Sascha auch, Mann. Was? Nee, Sascha nicht. Der kommt von Pogo. Ach so, es ist ein anderer Sascha, es ist nicht der Schuhmast-Dings. Mit den Schuhen und so immer. Welche Schuhe? Achso, Minusmüller. Minusmüller. Der ist Dennis, Mann. Ah, stimmt. Achso. Oh mein Gott. Ich vergesse immer, ich wechsle immer Sascha mit Dennis. Ja, aber Frauennamen merkst du dir jetzt gut. Das ist eklig oder so. Oh, heute danke, Honk. Ich hab perfekte Nachbarn. Dann hab ich die schon. Ja, aber ich finde das halt echt eklig. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Ja, weil wir Asiaten erst immer. Ganz komplett. Ja. Das ist doch aber echt perfekt für Suppen, oder nicht? Das hier, Alter, so. Das ist eigentlich Nippe. Für Hotpot. Weißt du, was Hotpot ist? Ja, zum so Anbraten ganz kurz. Schön. Nee, heißen, so Choice, ohne zu sagen. Heißes Wasser, so. Ah, das wollte ich auch immer schon. Mäßig und dann. Hong geht zum Choice, ohne zu sagen, Alter. Aber in Ramen geht's eigentlich auch, oder? Ja, in Ramen geht's auch, das ist voll dünn und dann heißes Wasser. Also. Überall, wo heißes Wasser und Mühe ist. Ja. Wie viel? Vietnam. Boah! Boah, Digga, es ist ja anders heiß. Oh, fuck. Boah. Zum Glück habe ich es nicht fallen lassen. Oh, Alter, ich hab oh mein Gott, voll auf mir besser gefallen. Oh mein Gott, ich habe richtig schmerzhaftes Strong-Gesicht gesehen. Shit. Auf einmal wäre mir verbrannt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir muss echt raus aus der Küche. Ich muss echt aufpassen, Alter. Hört ihr, Leute. Das wäre... Das wäre jetzt des Todes gewesen. Digga, das wäre in die Schlagzeile gekommen. Zwei Asiaten kochen. Und Wunschmann. Alter, ich hab Wasser verschüttet. Voll. Man sieht, dass zwei Asiaten kochen. Der Schiss ist, den Darm zu entfernen. Ja, den Darm müsst ihr entfernen. Aber es geht nur mit einem scharfen Messer. Jetzt tun wir noch die Shrimps dann drin ein bisschen. Okay. Aber wir müssen es leider anders machen, weil Hong hat keinen Wasserkocher und noch keinen zweiten Topf. Das heißt, doch, einen zweiten Topf habe ich doch. Einen kleineren Topf. Nee, einen kleineren nicht. Das bringt leider nichts, deswegen tun wir jetzt erstmal schön die Shrimps hier so rein. Die kochen jetzt ein bisschen, die werden einfach nur gar. Und dann, boah, ist so heiß, man, fuck, Alter. Aber das safe nicht kommen. Das ist auch kein Problem. Die deutsche Schraube machen. Verpisst euch. Das ist so richtig instant 5 Minuten Terrine oder so. Wie viel hat okay. Eine Packung gekostet? Ich glaube 5 Euro oder so. Nein! 4,99 Euro. Dann erwartet man schon was. Hat es echt 5 Euro gekostet? 5 Euro war schon anders. Boah, es geht gar nicht mehr. Ich kenne keins, was mehr kostet. Das ist zu teuer. Mann. 5 Euro, verpisst dich. Echt verrückt. Eigentlich dürfen sie nur. Oh, das Deckel drauf machen.
Sorry, Jungs. Deckel drauf machen, dann geht's schneller. Dann tropft schneller. Das sieht schon saftig aus, Leute. Asiatische Suppen, das sind echt die besten eigentlich. Mit dem Koriander, Kräuter, Sojasprossen noch. Killer. Ich glaube, normal die auch nicht grün. Ist so schlimm. So. Oh mein Gott, ist der. Schaut echt super saftig aus, Joe. Ja, ich muss das ein bisschen improvisieren, aber anders geht's nicht. Mach mal nochmal, Joe. Mach's gescheit. Sei jetzt kein Los. Ich hab's ja, gemacht. Alter. Echt zu krass. Tati. Jong ist echt zu krass. Er ist auf der 1, muss man ehrlich sagen. Zahlen, Daten, Fakten. Plus Style-Bonus. Ja, Mann, der fehlt mir tatsächlich. Ja. Tati lutzt sich einfach die Finger ab und. Das sind Schnittlauch, kocht man den nicht mit? Nein. Die Toast oben frisch einfach drauf. In der Broschüre stand in der letzten Minute Schnittlauch mit. Das sind diese Rindfleischbällchen, gell? Genau. Da ist noch mal hier schönes Wasser rein. Danke, John. Schaut echt super. Also, wie hätte man das besser machen sollen? Aber warte, ich hab noch was vergessen. Lang? Ja, Mann. Was hast du echt vergessen? Hä, was war das? Das kommt oben einfach hier so rein. Seetangblätter. Und dann und wie benutzt man die? Einfach essen. Mmh, die kenne ich noch gar nicht. Das ist rather perfekt. Alter, Jungs. Bon Appetit, Alter. Dankeschön, Mann. Oh yes! Gönnt euch. Also nein. Ich finde meine okay. Eine gewisse Schärfe, nicht zu viel. Ich find's okay. Hey, bei mir ist es auch zu wässrig irgendwie. Welches Ding ist am besten? Das Rote ist euch am besten. Von Schärfe her, von Würze her. Ja, Eure, es ist gut. Mein schmeckt so. Ja, meins ist Veggie gewesen. Das ist so Veggie richtig gut. Ja, das ist doch irgendwas mit Kaido Sohn und so. Ich glaube, da wird irgendwas Komisches passieren. Tochter. Tochter. Kaido hat eine Tochter. Boah, der, bei deutscher Übersetzung stand sein Sohn, findet mein Sohn. Oh mein Gott, spoiler ich noch mehr, Mann. Vielleicht war das jetzt ein Spoiler von mir. Hör mal auf, das spoilern jetzt, Mann. Ich weiß es nicht. Das auch noch. Tochter hat eine Tochter, er hat keinen Sohn. Oh mein Gott, der hat schon mal gespoilert, Mann. Das zweite Mal, dass er gespoilert hat. Nein, das war kein Spoiler. Doch, letzter hat auch schon gespoilert. Mit, die Insel fliegt noch hoch, Alter. Verpisst euch jetzt. Okay, das war jetzt ein Spoiler in wie vielen Jahren? Einer ist egal. Einer ist wie keiner. Ich hab echt nur vier. Ja, du brauchst nur vier. Nostalgie, Kartenspiele, dies, das, TCGs. Wir hatten in der Lootbox. Endlich was ist das? Warhammer. Endlich war was Gescheites. Endlich was Gescheites. Wir checken das mal kurz ab. Hey, wo ist mein anderer Champion? Ich hab nur aber vier sollst du. Frage ich das jetzt schon verwirrt. Wo ist denn mein anderer Champion? Ja, der fängt bei minus 1 an. Und die Kosten sind 6 und 9. Ja, minus, das sind die Lebenspunkte. Wie fängt er mit minus 1 an? What the fuck? Ich hab 1, 1. Ich hab auch hier minus 1. Oh, der Krypto-Schild. Black Knight. So. Oh, der Leute, was geht? Danke an Luches nochmal. Wir sind voll im Game. Richtig geil, Schild. Ich dachte, John macht nur Spaß, er liest aber vor und wir checken es ab. So, erster Booster. Bis jetzt gibt es keine Holos. Ja, eigentlich hat der Stadt immer Holos. Ja, ein Holo muss schon drin sein. Vielleicht gibt es bei Wochen noch keine Holos. Das ist meine nächste Lösung, ne? Booster. Alter.
Boah, das ist ein Optik, das ist echt perfekt für mich. Alter. Jungs, wir fangen wieder an mit Kartenspielen. Aber Warhammer. Oh mein Gott! Grave Call! Ich hab eine Holo gezogen! Hey, in Spirit Glory, Alter! Oh mein Gott! Alter! Letzte Karte, oder was? Ja, ich hab eine Holo! Okay, film mir meins. Super saftig! Film mir meins. Nee, halt's hoch. Grave Call. Call of the Grave. Ist Holo! Nein, nein. Arcane Vault. Du musst anders mit die Kamera. Oh mein Gott, ich hab erst gar kein Deck vorbei. Ja, Mann. Ich hab mich verwehrt, Mann. Hast du jetzt mit dem Deck vorbei gebracht? Grip-Schild. Furious Strike. Okay, so richtig typisch Deck-Profile-Ansicht. Kryptisch Schild, Skeleton. Skybolt, Ludicator. Oh mein Gott, das ist wie Badisch, mal schon Gladiator. Oder? Lava. Oh mein Gott. Alter, die schaut endgeil aus. Alter, Bloody Vampire Queen, Mann. Hoffentlich ziehst du keine Holo, Alter. Nee, Spaß, ich bin echt gespannt, was deine Holo wird. Ich bin auch keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung. Das war die letzte Karte bei mir. Vielleicht ist deine letzte. Und? Ist immer eine Holo? Oh mein Gott, Holo! Oh mein Gott, Holo. Aber Ansgar, schau mal. Ja, man, sei jetzt immer das Geilste. Der Blood Reaver Shiftain, Alter. Alter, du hast einen Champion gezogen. Meiner ist gar kein Champion. Ich habe was Krasses gezogen, Leute. Ich habe was Krasses gezogen. Das war's von mir, Leute, und Prime Time mit den Jungs. Jeden Freitag auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Ansonsten schaut bei Instagram vorbei. Immer liken, subscriben, kommentieren. In Bitcoin.de investieren, Cashflow generieren, Serious Business und. Wartet. Ciao.